Hallo Freunde, willkommen bei Team Kong. Wir sind auf der Karte Ragnarök von Ark Survival Evolved und haben an dieser Stelle einen Sabertooth zu zähmen. Weiter oben auf dem Hügel haben wir einen schwarzen Sabertooth gesichtet und plötzlich greift uns ein rotbrauner von der Seite an. Und die Tiere sind ziemlich schnell, aber wir sind stark genug, um da ein paar Hiebe und Bisse auszuhalten, haben unsere Armbrust gezückt mit Betäubungsfallen und einfach nach ihm geschossen. Das hat dann funktioniert und viel mehr muss man dann auch nicht beachten. Einfach Fleisch ins Inventar packen und eine Zeit lang abwarten. Die Sabertooth gehören keineswegs zu den stärkeren Lebewesen im Spiel. Dennoch sehen diese Großkatzen einfach so cool aus, dass man mindestens eine davon in seiner Truppe haben muss. Gibt es auch in vielen unterschiedlichen Farben. Sie sind von ihren Bewegungen her wirklich auch sehr schnell. Das heißt, sie können einem auch schnell zu Hilfe eilen, wenn es denn darum geht. Eigentlich sind ihre Werte gar nicht so schlecht. Der hier hat jetzt Level 17 nur, dennoch hat er schon um die 500 Lebenspunkte. Schaden, den er verursacht mit 100 über 80, ist es nicht allzu hoch, aber man kann diese beiden gängigen Werte ja noch weiter leveln. Auf jeden Fall gefällt er uns richtig gut. Die Sabertooth sind recht unproblematisch zu zähmen und man muss einfach mindestens einen davon seinen eigenen. Jetzt führen wir ihn noch zu unseren anderen Dinos, die wir an dieser Position versammelt haben. Der T-Rex kann dann auf ihn Acht geben, damit erstmal nichts weiter passiert. Manchmal greifen einem auch mehrere Sabertooths an, dann wird es schon etwas gefährlicher. Auf alle Fälle wünsche ich euch viel Glück und Erfolg und bis bald.